Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier auf dem Capzilla YouTube-Kanal. Wir haben Mitte Oktober und es ist langsam Mützenzeit. Der Herbst hält vollen Einzug und langsam wird es kälter, obwohl heute schon, würde ich sagen, vergleichsweise ein lauer Tag ist. Aber der Winter lässt sich nicht aufhalten und das heißt, wir brauchen warme Kleidung. Und genau dafür hat mir die Firma Cypher ein Riesenpaket zugeschickt. Genauer gesagt sind hier Produkte von Tracker drin. Cypher ist ja quasi die Obergruppe. Und ja, hier sind Thermoanzüge drin. Ich bin mal gespannt, wie genau, was genau. Ich habe keine Ahnung. Das ist Unboxing und ich würde sagen, wir schauen mal rein. Aha, eine Beanie ist hier drin. Ein Tracker Core 3-Piece Wintersuit Large und ein Tracker Core 2-Piece Wintersuit. Also ich gehe mal davon aus, dreiteilig und zweiteilig. Hier ist schon mal die Texture. Die Beanie jedenfalls, die hauen wir auf jeden Fall nachher bei einem dazu. Und hier haben wir einmal den 3-Core-Anzug und einmal den 2-Core, 2-Piece, nicht Core, Core 2-Piece-Anzug. Und ich würde sagen, ich baue den Karton mal zum Stuhl um, zum Tisch. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Fangen wir mit dem Zweiteiligen an. Ich nehme schon mal vorweg, ich werde diese Anzüge für euch nicht anziehen, denn sie werden mir wahrscheinlich ein Ticken zu klein sein. Aber ich habe Verstärkung heute hier am Wasser. Der Bene wird sich nachher mal in einen von diesen Anzügen reinschmeißen und für euch Model spielen. Dann kann ich hier mal ein paar Schnittbilder drunter hauen. So, dann gucken wir doch mal rein. Hier haben wir das Höschen, so schön in dunklem Oliv gehalten. Was mir direkt ins Auge fällt, sind hier die Pads, die Schoner auf den Knien. Ja, kennt's alle, wenn wir Fischfotos machen, ist das natürlich eine besondere Schwachstelle, die ist hier verstärkt. Richtig cool. Ich versuche das Ganze mal hochzuhalten. So, also gehen wir mal von oben nach unten durch. Wir haben einen elastischen Gummibund hier hinten am Gesäß. Dann haben wir hier an den Seiten diese typischen Klettverschlüsse, um das Ganze dann auch wirklich zu fixieren, damit das auch sitzt, weil nichts ist nerviger als so eine Thermohose, die man verliert. Geschlossen wird das Ganze mit zwei Druckknöpfen und einem Reißverschluss. So ist das Ganze offen. Wenn es jetzt nach mir geht, ich hätte sogar fast vielleicht noch so einen Hakenverschluss verbaut. Das hält einfach immer noch mal ein bisschen besser. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich etwas korpulenter bin. Taschen auf beiden Seiten, wohlgemerkt ohne Reißverschlüsse. Hier auch nochmal ein Tracker-Aufnäher oder hier so eine Gummilippe mit dem Tracker-Logo unter diesen Kniepolstern. Und am Bein unten haben wir hier nochmal ein Klett. Damit könnt ihr dann das Ganze schön zumachen und es kommt kein kaltes Lüftchen rein. Viel mehr fällt mir jetzt nicht auf zur Hose. Von der Dicke her würde ich sagen, ist sie nicht zu dick, aber sie wird mit Sicherheit wärmen. Da bin ich mir ganz sicher. Also auf jeden Fall nicht verkehrt. Das war das erste Teil. Gucken wir uns das zweite an. Das ist etwas heller und da zeigt sich, dass das Teil schon sogar recht stylisch ist. Wow, sogar hier mit so einem, ja, wie nennt man das, Vintage-Tracker-Logo. Das ist hier wie so ein bisschen zerkratzt. So sieht die Jacke aus. Schickes Teil. Nicht mal alles in derselben Farbe. Das macht auf jeden Fall auch mal was her. Hier sehe ich auch schon die Taschen wieder offen auf beiden Seiten. Ja, und das ist hier schon fast so ein Khaki, würde ich sagen. Dann hier das dunkle Oliv. Klassisch. Und auch bei der Jacke gehen wir mal von oben nach unten durch. Wir haben hier die Kapuze mit so einem kleinen Überschirm drüber. So, ne? Dann haben wir hier einen Verschluss. Wenn ihr es dann so richtig zumachen wollt, na, dann guckt nur noch das Gesicht raus. Einen roten Reißverschluss, knallrot und stabil. Ich würde mal sagen, das ist so ein 10 mm Reißverschluss. Innen haben wir keine Taschen, aber es ist schön weich gefüttert. Hinten am Kragen haben wir dann Vlies eingearbeitet. Das ist natürlich auch angenehm im Nackenbereich dann und wärmt auch nochmal. Und ansonsten schauen wir uns nochmal den unteren Teil an. Ach so, guck mal. Man kann auch hier die Kapuze quasi vorne
drin einkletten. Ne? Dann hat man quasi schöne Winterjacke und diese Teile hier, die bamseln nicht überall rum. An den Ärmeln haben wir auch wieder Klettverschluss, um das Ganze luftdicht zu verschließen oder winddicht. Und unten an beiden Seiten Gummizüge. Ne? Dann könnt ihr das Ganze richtig schön festziehen und die Jacke sitzt. Ja, gucken wir mal, was auf dem Infoschild steht. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Informationen, die wir gebrauchen können. Also neu entwickelte Passform der Hose für besseren Komfort beim Sitzen. Aha. Super warm und isoliert. Teflon geschütztes Material. Trocknet bis zu 40% schneller und ist leichter zu reinigen. Jacke und Hose haben vollgeschweißte Nähte und sind wasserdicht bis zu einer hydrostatischen Druckhöhe von 5000 mm. Also 5000er Wassersäule, das ist nicht zu wenig für eine schnelle Husche oder einen starken Regenfall. Und erhältlich sind die Wintersuits in den Größen S bis 3XL. Also da gibt es auch eine Größe für mich tatsächlich. Ja, und das ist er auch schon. Der Tracker Core 2-Piece Wintersuit, 2-Piece. Und ich würde sagen, den legen wir mal vorsichtig zur Seite und gucken, was der Dreiteilige kann. So, also wir sehen hier ein völlig anderes Produkt. Ich sehe hier Grau statt Khaki und wir starten mit der Hose. Hose ähnlich aufgebaut wie eben auch mit dem entscheidenden Unterschied, dass wir einmal Hosenträger dran haben und zum Zweiten die Hose vorne und hinten wesentlich höher über den Bund geht. Heißt, da kommt definitiv gar kein Luftzug rein. Das finde ich dann schon echt cooler. Das ist für die richtig kalte Jahreszeit. Ja, könnt ihr hier quasi aufmachen, reinschlüpfen, zumachen und dann kommt da gar nichts rein. Und wo ich mich jetzt wirklich mal bei Tracker bedanken muss, es klingt komisch, aber sie haben hier vorne zwei Reißverschlüsse verbaut. Und wofür wird wohl der untere sein? Ja, es gibt doch nichts Nervigeres im Winter, als wenn ihr pinkeln gehen wollt und erstmal diesen ganzen Thermoanzug irgendwie überstülpen müsst. Ja, also ja, jeder, der es kennt, weiß, was ich meine. Und so kurz aufgemacht und erleichtert. Herrlich, das finde ich richtig gut. Ansonsten haben wir hier auch verschließbare Taschen mit Vlies gefüttert. Die sind richtig kuschelig. Hier an der Seite auch nochmal das Tracker-Logo aufgedruckt. Also der macht richtig was her, muss ich sagen. Gummibund um diese Erhöhung, auch schön mit Kuschelvlies gefüttert. Also das ist mal ein richtiger Winteranzug. Wahrscheinlich ist das auch der Sinn dahinter, dass der 2-Core eher so für den späten Herbst ist oder, weiß ich nicht, für Wintertagessessions und der 3-Piece so richtig für Winterangeln, wenn ihr mehrere Tage im Winter draußen seid. Und die Jacke kann auch wieder einiges. Diesmal kein Vintage-Tracker-Logo, sondern hier so ein normales, aufgedrucktes. Auch hier wieder verschließbare Taschen. Wieder mit Vlies gefüttert. Herrlich, schön weich. Und diesmal auch natürlich andere farbige Akzente. Ne? Diesmal ist die Jacke auch in diesem dunklen Oliv und die Seiten sind so ein bisschen grau. Ich würde nicht mal sagen, dass es hellgrau ist. Was auch wichtig ist und gleich auffällt, hinten ein verlängerter Bund. Also die Jacke ist hinten auf jeden Fall etwas länger. Schützt auch nochmal vor Windzug. Und ihr habt hier so ein schönes Tracker-Logo drauf. Kapuze. Und das ist auch nicht zu vernachlässigen. Könnt ihr hier hinten festklippen und das verhindert, je nach Kopfform, dass euch die ganze Kapuze irgendwie im Gesicht hängt. Also noch mal einige Gimmicks mehr als beim zweiteiligen Anzug. Diesmal auch ein grüner Reißverschluss, kein roter. Oh ja, und jetzt sehen wir auch, warum es 3-Piece heißt, denn hier drin ist eine Fließjacke, eine rausnehmbare. Ihr habt hier drin noch mal einen roten Reißverschluss und da drin ist dann quasi eine richtig kuschelige, schöne Fließjacke. Die ist hier hinten auch noch mal an so einer Lasche eingehangen. Das könnt ihr dann einfach raussippen, wenn es warm genug ist. Und wenn es kalt wird, sippt ihr das Ganze wieder ein. Also ist das quasi der zweiteilige als Gesamtlösung. Also hiermit könnt ihr mit Sicherheit in richtig kalten Winternächten auch draußen sein. Reißverschlüsse laufen auch super. Cooler Anzug. Ansonsten hier auch wieder der hohe Kragen. Vieles ähnlich mit der zweiteiligen. Und ich würde mich schon fast wundern, wenn unten nicht auch wieder ein Gummizug ist, um das Ganze schön zuzukriegen. Natürlich sogar bei dem Fließpullover und der Jacke. Und beim Fließpullover haben wir sogar auch noch Seitentaschen mit Reißverschlüssen. Also da ist einmal alles bei. Auch hier gucke ich nochmal auf die Infokarte. Schwerer, super warmer, isolierter Winteranzug mit Jacke, ausziehbarer, interaktiver Fließjacke und Latzhose. Ja, auch hier haben wir das Teflonmaterial, haben auch voll verschweißte Nähte, fließgefütterter Kragen, Reißverschlussprotektor und Handwärmetaschen.
verstärkte Knieschoner, auch in den Größen S bis 3XL erhältlich. Ja, das sind sie also, die Tracker Winteranzüge. Richtig, richtig coole Produkte und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, was das Ganze kostet. So, was haben wir denn hier? Oh, okay, überraschend günstig, würde ich fast sagen. Wenn man hier mal im Internet vergleicht, haben wir den dreiteiligen, also den ich jetzt gerade vorgestellt habe, schon ab 120 Euro. Wahnsinn, super günstig, geht hoch bis 160. Kann euch jetzt nicht sagen, was die unverbindliche Preisempfehlung ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Richtung 160 geht. Also auf jeden Fall schon ab 120 im Internet erhältlich. Das ist auf jeden Fall ein Schnapper, würde ich sagen, für einen Winteranzug. Da muss ich glatt überlegen, ob ich mir den auch mal zulege. Ach so, und den Zweiteiler haben wir noch gar nicht geguckt. Der, so wie er hier ist in L, gibt es für 105 Euro. Gerade bei Fischdeal. Ansonsten, ja, so um die 100 Euro rum, würde ich sagen. Ist alles dabei. Also der zweiteilige Wintersuit von Tracker für um die 100 Euro. Und der dreiteilige ab 120, meist so zwischen 120 und 160 Euro. Müsst ihr mal schauen beim Fachhändler eures Vertrauens. Oder im Internet. Und es gibt natürlich auch eine gute Nachricht. Denn ein glücklicher Gewinner kann heute den, ich würde sagen, wir hauen mal ein bisschen auf die Kacke, oder? Wir verlosen den dreiteiligen Wintersuit und ich packe noch die Beanie oben drauf. Den zweiteiligen, den gebe ich unserem Max aus der Redaktion mal zum Testen. Der kann dieses Jahr mal den Winter durchziehen. Und ich würde sagen, verratet mir doch mal in den Kommentaren, was war eure kälteste Nacht am Wasser? Bei irgendeinem Unboxing habe ich die Frage schon mal gestellt. Aber verratet es mir trotzdem, was war eure kälteste Nacht am Wasser und aus welchem Grund sollte dieser Tracker Core 3-Piece Wintersuit euch gehören? Haut es in die Kommentare. Nächsten Mittwoch wird ein Gewinner verlost. Der kann sich dann über diesen Anzug in der Größe L freuen. Wichtig, kommentiert nur, wenn ihr Größe L habt oder einen Kumpel, der Größe L habt und dem ihr dieses Teil gönnt. Also, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.